Christian Menzel zieht an, Doppelführung für Ferrari. Oh, there was contact, but on the exit of the corner, the race leader is involved in this battle as well. Willkommen bei der VLN, der Rennserie mit dem größten Starterfeld der Welt. Welcome to the VLN. The championship with the biggest starting grid in the world. I'm extremely excited to be back at VLN. Ja, hammermäßig. Ich meine, ist ja klar. Wunderschönes Wetter, wir haben richtig Glück. Alle Autos am Start. Ja, super happy. Ich meine, die Pause war jetzt lange genug. Weil 6 Wochen ohne Rennsport ist echt hart. Diese Vielfalt an Autos. Du hast langsamere Autos, du hast ein bisschen zu Spitzenautos. Das macht einfach die Faszination auch aus. Ich denke, wir haben eine gute Performance, wir haben eine gute Pace, die wir jetzt einfach umsetzen müssen und von daher bin ich sehr zuversichtlich. Der Pole Position Christian Menzel, neben ihm Jochen Krumbach auf der Schacht Nummer 22. Pace car has peeled off. It's a good getaway from the car that was having troubles on the green flag lap. Car number 11. Christian Menzel zieht an, Krumbach auf 2. Und eng wird's um die vierte Position, wo der Falken Porsche mit Klaus Bachler spät bremst. Meanwhile, the M6 from the same squad hasn't got the best of runs through the Mercedes Arena and out the other side and is swamped now by many, many cars. Falkenhorst BMWs are 5th and 6th ahead of the Assenheimer Auto Arena Mercedes, car number 13. Alex Müller wieder mit dem Versuch eines Ausbremsmanövers. Wiederum innen in der Mercedes Arena. Hier ist jetzt Hauen und Stechen angesagt. Nicht nur die Spitzenmannschaft rund um Jochen Krumbach kommt rein, sondern auch der Phoenix Audi. Mittlerweile steht auch Frank Stippler bei der Phoenix-Box. Oh, there was contact, but on the exit of the corner, that seemed needless. As the cars now reach Adenauer Force, but the KTM is right with the Ferrari once more. Surely we'll be able to pick off the position. The race leader is involved in this battle as well. Funktioniert. Ich bin auch eigentlich ganz gute Zeiten gefahren. Mitten im Verkehr, 8:14, war ich eigentlich zufrieden mit. Und ich habe auch schöne Fights gehabt mit dem M6.
Der Gesamtsieg für die Startnummer 31 für Lenz Damien-Arnold und Felipe Fernandez-Laza ist damit perfekt. Der Lenz hat einen super Start gemacht. Wir waren sehr nah an der Vordergruppe dran. Ich bin dann rein ins Auto und ich habe das dann zum Schluss, können noch mal 3-4 schnelle Runden machen. Und dann habe ich auch die Info bekommen, hey Felipe, du bist sehr nah dem 488 hinterher, mach jetzt relax. Und dann konnte ich den Georg gut überholen, der war ganz lieb. Und dann habe ich das Ding eigentlich nur nach Hause geschaukelt.